Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Ja, wir sind immer noch in der Mission. Müsste mittlerweile 5 sein? Ne, 4. Na, den dir. Ne, doch, 5. 5 sind wir. Moment, wir sind in der Mission. Schön, dass die Auftragsliste so wenig anzeigt. Ja, und unsere aktuelle Aufgabe ist es halt, einen der beiden Außenposten hier zu vernichten. Am besten den anderen gleich mit. Vorher müssen wir uns aber erstmal um diesen Bär hier kümmern. Der ist nämlich ein kleines Problemchen. So, wir kriegen auf jeden Fall Wolle für Schafe rein. Wir haben genug Klamotten, um über den Winter zu kommen. Unseren Sold können wir schon erhöhen, das ist gut. Wie sieht es mit unserer Eisenproduktion aus? Die läuft gut. Das Lagerhaus ist voll. Wir haben keinen Fisch mehr und unser Lagerhaus ist voll. Daran sollten wir jetzt gleich mal was ändern. Also zum Glück sagt er uns das immer vorher, bevor es wirklich voll ist. Hier ist alles tipptopp ausgebaut. Ja, der Bär ist halt insofern ein Problem und wir haben unser Siedlerlimit auch schon erreicht. Also bauen wir auch gleich die Kirche aus, was wir nicht können. Ah. Das Gute ist, Soldaten zählen nicht ins Siedlerlimit. Alles klar. Oh, jetzt können wir unsere Kirche auch ausbauen. Gut. Verstanden. Irgendwas, was wir noch nicht ausgebaut haben. Ne, sieht alles gerade gut aus. Fisch sieht auch noch recht gut aus, ja. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch mindestens einen der Fischgründe erschließen. Wobei zwei sollten eigentlich reichen. Wir wollen ja auch noch für andere Sachen sorgen. So, Kirche ist fertig. Das heißt, wir können uns jetzt den Jäger hier schon mal leisten. Auch wenn der Bär immer noch gefährlich nah ist, können uns auch Reinigungsgebäude leisten. So, hier zwei Besenmacher und einen Seifenmacher hier. Und ja, da könnten wir einen Bäcker hinbauen. Und hier einen. Was sagt das Wetter so? Okay, Fisch kommt wieder. Die ausbauen. So, und dann kümmern wir uns jetzt mal mit den Truppen um den Bären. Sofort. Schon unterwegs. Ei. Ein Getreidebauer Ei. Hat kein Kornfeld. Ja, das kann man eigentlich fast schon als Bug bezeichnen.
dass das jeden Sommer kommt, wenn die das Getreide anfängt wieder zu blühen. Dass er noch nicht realisiert, dass er schon wieder Kornfelder hat. Und ja, Hakims Fähigkeit mit dem Ausbau ist immer richtig praktisch. Alles klar. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Zum Angriff! Auf euren Befehl. So, der Bär ist niedergestreckt. Schon unterwegs. Leider, der arme Bär. Aber er gefährdet unsere Siedler hier. So, hier wären Wölfe. Und noch eine Schafsherde. Das ist gut. Auf euren Befehl. Dann werden wir auch mal die Wölfe hier los, langsam. Jawohl! Und nehmen den Sektor ein. Sofort. Um wenigstens an die Schafsherde zu kommen. Weil sonst gibt es ja nichts Besonderes hier in diesem Sektor, ehrlich gesagt. Gut, und wir können Hakim zurückschicken. Schon unterwegs. Um ihn zum Baron zu befördern. Ei. Ja, Landvogt Hakim, eure Umsichtigkeit und euer hoher persönlicher Einsatz bleibt der Krone nicht verborgen. Gegeben am heutigen erheben wir euch daher Kraft des uns zur Gebote stehenden Privilegien zum Baron. Deine dazu gehörigen Rechten und Pflichten. Majestät, ein höherer Titel gebe mir mehr Möglichkeiten, euch zu dienen. Ja, kriegst du auch. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Jetzt, da ihr befördert worden seid, solltet ihr eure Stadt weiter ausbauen. Eure Siedler werden schon bald nach Unterhaltung verlangen. Der erste Schritt, um euren Siedlern etwas Unterhaltung zu bieten, besteht darin, Bienenstöcke zu bauen. Die Honigwaben werdet ihr brauchen, um daraus Met herzustellen. Also ja, wir bauen hier noch eine Straße ab. Am besten hier runter direkt. So. Alles klar. Du kriegst einen Ersatz. Wir haben ein Territorium eingenommen. Dann bauen wir hier erstmal unsere Bogenmacher. Und unsere Bogenschützenkaserne. Und wir sollten jetzt auch endlich Weizen haben. Für unseren Bäcker. So, der Bau kommt erstmal hier hin. Und ja, wir könnten jetzt auch den Titel des Grafens erreichen. Dazu brauchen wir nur das nötige Met. Also fangen wir mal mit der Produktion von Bienen an. Von Bienenstöcken. Großartig, Südländer! Ihr wisst, mit Problemen fertig zu werden. Bald wird der Met in Strömen fließen. Ich kann es kaum erwarten. Hervorragend! Nun benötigt ihr Tavernen, um die nötige Menge Met herzustellen. So, da wir uns das vom Holz her leisten können. Das ist unser Imker. Da kommen neue Schafe für den Schäfer. Läuft ja alles ziemlich gut. Ja. Jetzt sollten wir aber dann erst einmal uns dran machen, einen von Quinston Sabbats Außenposten zu zerstören. Jetzt, wo wir dann Bogenschützen reinbekommen. Und ja, was kriegen wir als nächstes? Badehäuser und Steuerhöhe. Nächste Bedürfnisse werden dann Unterhaltung sein und
Wunsch nach Wohlstand. Ja, den Wunsch nach Wohlstand, der ist noch nicht aktiv hier. Der hängt davon ab, wie viel Geld die Siedler in ihren Häusern haben. Das heißt, ich muss immer darauf achten, dass ich nicht überproduziere. Sonst ist der Wohlstandsbonus weg. Weil zum Beispiel die Metzgerei da nicht genug... wenn an der Metzgerei zum Beispiel nicht genug Nahrung verkauft wird. Oder, ja, verkauft trifft es eigentlich am besten. Das heißt, ich muss darauf gucken, muss auch gucken, dass ich keine Überproduktion verursache. Sonst sieht das hier so aus wie hier beim Weber. Der hat sehr geringe Einnahmen. Und so kann es auch manchmal sein, dass ich die Steuern senken müsste. Auf keine. Damit das Bedürfnis befriedigt wird. Das heißt, ich muss gucken, dass ich anders an Geld komme. So, jetzt aber erstmal ein Fest geben, um ein paar Frauen anzulocken. Verstanden. So kommt man übrigens auch kurzzeitig an ein bisschen Met. Und ja, wir haben hier oben ein neues Bedürfnis, beziehungsweise im Augenblick ist es noch eine Voraussetzung. Also ein Wunsch. Aber irgendwann wird es halt ein Bedürfnis, wenn wir den nächsten Titelrang erreichen. Nämlich Graf. Und dafür müssen wir auch erst die Burg ausbauen. Aber ja, erstmal soll Honig überhaupt reinkommen. So, zum Thema Nahrung. Einen Bäcker errichten. Na, ihr seht, unsere Nahrung, die sackt langsam ab. Gut, daran ist es auch schuld, dass ich das festgegeben habe. Aber jetzt sollte das das Ganze ein bisschen stabilisieren. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es gerade vorhin gesagt habe, die meisten Bedürfnisse gelten übrigens nur für Städter. Sieht man nämlich hier Imkerhütte, Schäfer, und auch Getreidefarmer und Minenarbeiter haben nur Nahrung. Alle anderen Bedürfnisse, also Kleidung, Sauberkeit und Unterhaltung und später auch Wohlstand, sind nur von den Stadtgebäuden. Das heißt, ich muss gerade immer darauf achten, eine hohe Nahrungsproduktion zu haben, weil Nahrung brauchen alle. Die anderen Sachen kann ich ein bisschen geringer halten. So, erster Trupp Bogenschützen. Ei. Wie ihr wünscht. So, noch ein Trupp Bogenschützen, würde ich sagen. Und dann greifen wir mal den oberen Außenposten an. Ja, Militärproduktion haben wir hier übrigens auch eine Ansicht. Wir können übrigens auch aus Stadtgebäuden verkaufen, wenn wir irgendwas zu viel haben. So sorgen wir nämlich übrigens auch für Wohlstand in den jeweiligen Gebäuden. Also wenn wir merken, dass irgendeiner zu hohe Überproduktion hat, dann verkaufen wir das Zeug einfach. Dann kriegt er seinen Anteil am Verkaufserlös. Jedenfalls habe ich die Erinnerung, dass es so funktionieren kann. Gut,
Da holt einer einen Besen, um zu kehren, während die anderen beiden fleißig beim Arbeiten sind. So, wie sieht's mit unseren Honigvorräten aus? Wird langsam. Fisch macht jetzt auch langsam wieder eine gute Figur. Also sollten wir uns um die Nahrung keine Sorgen machen müssen.